Hi, schön, dass ihr reinschaut bei TweakPC. Wir sind für euch auf der Computex 2019 und sind jetzt bei Corsair gelandet. Und da dreht sich alles dieses Jahr um das Thema Hydro X. Das ist ihre neu vorgestellte Custom-Wasserkühlung. Ein Komplettset, mit dem ihr euren ganzen PC ausstatten könnt. Ausgleichspelder, GPU-Blöcke, CPU-Blöcke, Schläuche, Fittings, verschiedene Kühlflüssigkeiten und das Ganze auch entsprechend kompatibel mit IQ. Wir schauen uns das heute genau an. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu und in maximal circa 4 bis 5 Wochen folgt darauf dann natürlich auch ein ausführlicher Test von uns. Wir haben hier mal noch ein kleines Konfigurationsbeispiel in einem platzsparenden 1000D-Gehäuse mit 3 verschiedenen Kreisläufen. Hier unten ein kleines ITX-System, das ist der rote Kreislauf. Dann haben wir hier oben ein normales ATX-System, blauer Kreislauf für den Prozessor und ein grüner Kreislauf dann für die beiden GeForces. Und so kann das zum Beispiel dann auch bei euch zu Hause aussehen, wenn ihr ein bisschen Basteldrang habt. Wir haben hier dann mal einen kleinen Überblick über das gesamte Portfolio, was Corsair jetzt zum Start mit ihrer Hydro X-Serie rausbringt. Das Ganze über Radiatoren 120, 240, 360, 140, 280 und auch entsprechend dann 420. Die gibt es auch in 2 verschiedenen Dicken. Dann gibt es diverse Schläuche. Es gibt hier natürlich die bekannten Hardtubes, dann gibt es auch die normalen Schläuche. Ausgleichspelder mit integrierter Pumpe, die 2 verschiedenen GPU-Blocks und hier oben auch noch die entsprechenden GPU-Kühlblöcke für aktuelle Nvidia bzw. Vega-GPUs von AMD. GPU-Block, ein paar kleinere Besonderheiten, zum einen mal hochwertig gefertigt, natürlich aus Aluminium. Rückseite, Backblade auch dabei im Lieferumfang, auch schon mit Wärmeleitpads etc. bestückt. Sprich, wenn ihr eine Founders Edition dann zu Hause zum Beispiel mit diesem Kühler bestückt, einfach den Kühler abschrauben, zusammenpacken und schon könnt ihr das problemlos drauf montieren. Kleines Detail hier am Rande noch, die Fittings hier sind ein bisschen an die Dominator-Module angelehnt. Das sieht man sehr schön, wenn man sich das von der Seite betrachtet. Und ansonsten ein sehr hochwertiger GPU-Kühlblock. Weiterhin, was darf bei einer Wasserkühlung nicht fehlen? Das ist ganz klar die Kühlflüssigkeit und auch da hat Corsair eigene Produkte im Angebot, unter anderem hier in 5 verschiedenen Farbvarianten, rot, grün, blau, purple und auch noch natürlich durchsichtig. Auch da sollte für jeden dann die entsprechende Farbe dabei sein. Ja, das wäre mal so ein kurzer Rundumblick zur Hydro X aus dem Hause Corsair. Wir schauen uns das ganze Kit natürlich ganz ausführlich dann in dem kommenden Test von uns an, mit Video, mit Artikel und mit vielen ganz coolen Fotos.